Ich weiß nicht, was Ihre weiteren Pläne sind, aber es gibt sicher noch viele Städte wie diese, die Ihrer Hilfe bedürfen. Wie sind eure weiteren Pläne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde mich mit meinen Kameraden beraten müssen, aber scheint so, als hätten wir noch einiges an Arbeit im Inneren des Mittelreiches zu tun. Weiden und Apatien. Nun, der Drache ist nicht tot. Wir haben ihm seine Stadt genommen. Aber davon geht er auch nicht fort. Derzeit sitzt er in Wirheim. Er saß in Wirheim. Wo ich das verstehe, wollte jemand eine Ablenkung inszenieren, um ihn von dort fortzulocken. Vielleicht war das hier genau das, was er brauchte. Wirheim? Das liegt bedrohlich nahe an eurer Hauptstadt, nicht wahr? Ja, tut es. Nun ja, aber vielleicht sind das Gedanken für morgen. Mögt ihr mit mir tanzen? Ich kann euch nicht versprechen, dass ich geschickter bin als Voltags. Aber selbstverständlich, warum nicht? Lassen wir den heutigen Tag doch einfach feiern und alles sein. Habe ich euch von Kiaras Carino erzählt? Ist das der Gefährte, den ihr vermisst? Ja, nun, dann hört mir mal zu. Ja, dann fange ich an, eine sehr lange Liste an Heldentaten aufzuzählen. Die Zeitenwahrung vergeht. Ihr könnt die nächsten paar Tage hier verbringen, versuchen, die ganze Stadt zu ordnen, etwas Ordnung in das Chaos zu bringen. Was habt ihr vor? Was wollt ihr tun? Wir fangen mal an bei Yalan. Wenn wir dann noch einige Tage in der Stadt sind, werde ich als erste Tagesordnung vermutlich mir ein paar Leute greifen, ein paar Leute bezahlen und hier irgendwo Tagelöhne herumlungern und das Gebeinhaus ausräumen lassen. Dass die darin aufgebahrten Leichen, ich nehme an, da sind noch Leichen aufgebahrt, einfach zu den restlichen geschafft werden. Ehemals Praios-Tempel umfunktioniert zu einem Gebeinhaus und wenn du den ganzen Bereich betrittst, kannst du noch sehen, die Brandspuren, die Raphim hinterlassen hat, die toten Bauern, die Bailunker Bürger, die dort niedergeschlachtet worden sind, wieder erhoben, wieder abgeschlachtet und wieder erhoben. Ein Massaker. Ist viel zu tun. Dann Raphim kann dir sicherlich auch helfen. Ja, und dann stelle ich mich vor diesen Tempel und predige am Beispiel der mutigen, toten, ja, Söldner, Bauern, wie auch immer, Freihaus und Leibo ins Licht. Die Befreiung immer kommen wird. Raphim, was hast du vor? Ich knüpfe mir noch einmal Kurianna vor. Ja, die wird in den nächsten Tagen, beziehungsweise am nächsten Tag, wird sie auch demonstrativ und obligatorisch einmal mit Beutags nach draußen vor die Stadt von Wahrung gegangen sein, damit sie den Vertrag offiziell erfüllt hat, Beutags aus der Stadt zu bringen. Und danach wieder mit ihm nach oben gehen. Ja, auf jeden Fall, was willst du von mir? Ich hatte euch noch was zu sagen. Ihr erinnert euch bestimmt noch an euer Gespräch mit Greifenmund. Meinst du Goldhand? Ja. Euer Ton. Eure Respektlosigkeit. Das habe ich einmal geduldet, weil wir euch brauchten. Weil ich eure Männer brauchte. Und eure Drohungen von euren Männern, diesen Hunden hier, mein Bruder Boltax, anzugreifen, habe ich auch drüber hinweggesehen. Aber lasst euch gesagt sein, das war das letzte Mal, dass ich über so etwas hinwegsehen werde. Also bringt eure Männer zusammen und sagt ihnen, das nächste Mal, dass sich einer von ihnen meinen Brüdern nähert, werde ich sie verdammt nochmal von diesem Berg treten. Sie nickt. Und wenn ihr das nächste Mal euer Maul so aufreißt, reiße ich euch die Sünderzunge aus dem Maul. Ich wünsche euch eine schöne Abreise. Und verlässt den Tempel. Ah,
schön, dass ich das auch noch geschafft habe. Wenn du den Tempel verlässt und auf die Straße trittst, kannst du eine Wutader spüren auf deiner Stirn, die pocht und pocht und pocht. Mehr habe ich nicht vor. Iserun. Ja, als Pfeil des Lichts habe ich hier natürlich sehr viel zu tun, denn es gibt hier unglaublich viel schwarzmagisches Zeug. Das muss natürlich alles analysiert, katalogisiert, nach Gefährlichkeit geordnet, in Kisten verpackt und dann auf den Weg zu Papa Forstlerin gebracht werden. Und das mache ich, wenn Sie möchten, gerne mit Voltax und Abelmir zusammen, aber wenn die noch was anderes vorhaben, dann denke ich, werde ich mir einfach nur Asabu dazu holen. Als Drakoniter kennt er sich ja auch mit so gefährlichen Sachen aus. Würfel mir mal bitte eine Überredenprobe, denn vor dir steht eine Person, die all diese Dinge nicht sicherstellen möchte, sondern vor Ort und Stelle verbrennen möchte. Neben dir steht Eldon Gorbas, gemeinsam mit seinem neuen Freund nicht, Begleiter, ein Brannibohrer Prajot, Darius von Greifenfurt. Und Eldon Gorbas ist, wie gesagt, gerade ziemlich, nicht erzürnt, aber besorgt. Man möchte sagen, besorgt. Mhm. Oh, das muss in den Brandhaufen. Ah ja, das auch in den Brandhaufen. Ja, das in den Brandhaufen. Seid ihr euch da sicher? Ich habe die Befürchtung... Liste bekommen. Nun ja, aber gerade dieses Buch, das hat doch magische Matrizen noch in sich. Ich befürchte, dass sie vielleicht ausgelöst werden können. Er nimmt es ja einfach aus der Hand. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Prajos Licht wacht über uns. Nein, ich muss da aufs Schärfste protestieren. Also, Prajos Licht in allen Ehren, aber das muss ja alles seine Ordnung haben. Ja, richtig, ihr habt diese Brandliste offiziell ausgestellt. Möchtet ihr sie lesen? Ja, sehr schön. Ich habe aber trotzdem meine Beschlagnahmungsliste. Oh, von wem kommt eure Liste? Nun, von Spektabilität Forstlerin natürlich. Oh. Eldon Gorbas wirft 19 Sternchen. Das ist eine interessante Idee, eure Liste. Allerdings kommt meine Liste direkt aus der Stadt des Lichts. Ich muss aufs Schärfste protestieren. Ich muss aufs Schärfste protestieren, dass ihr hier überhaupt seid, so nah an diesen Büchern. Aber wir sollten alle nicht aufhören zu protestieren und anerkennen, dass Prajos Wille, Prajos Vult, wie mein gefallener Kollege immer wieder zu sagen pflegte, Prajos Vult. Eldan, wollt ihr, dass ich aus dem Feuer, das ihr hier so entfacht habt, einen Elementargeist herbeirufe? Nun, der könnte euch beim Verbrennen helfen. Ich fürchte, dass ich das... Es wäre natürlich faszinierend, euch mal in Aktion zu... Nein. Das ist meine Neugier. Ich wollte schon immer mal ein Geodenen... Nein. Aber der Vorschlag ist herzallerliebst. Ja, na gut. Vielleicht könnt ihr mir ja mal einen beschreiben, dann könnte ich ihn malen. Oh ja, ich kann euch eine wunderbare Szene beschreiben, wo ich einen... Aber das machen wir wann anders. Da stand ich... Egal. Iserun, würfel mal Klugheit. Gegen das Charisma von Eldon Gorbas kommst du wohl nicht an, aber du hast eine einzige Chance. Nee, ich schmeiß die Sachen jetzt alle ins Feuer. Okay. Ja, die andere Chance wäre sonst gewesen, du kannst Yalan holen und Yalan wäre dann die Ableitung für Eldon, die du bräuchtest. Ich wollte ihn gerade auch ablenken. Aber gut. Gut, dann werden die Sachen verbrannt. Ayas Volt. Prajos Vult. Oh, da seid ihr gefallener Kollege. Wollt ihr bei der Verbrennung helfen? Ihr könnt noch den Haufen da vorne ins Feuer werfen. Ich denke, ihr als Hüterorden habt das gut im Griff. Es sind hier so viele Bücher zu verbrennen, ihr glaubt gar nicht. Ich werde einen Bericht schreiben, er wird mehrere hundert Seiten lang. Ich bin jetzt schon gespannt. Ja, Saldo Fosslerin wird sicherlich nicht erzürnt sein, wenn er hört, dass Eldon Gorbas das Ganze verbrannt hat. Denn auch er kennt natürlich den... mittlerweile ausgebrannten Magier. Voltax, hast du etwas vor? Ja, ich würde zum einen sehr gerne in Loris Mangrays Laboratorium gehen und gucken, ob besagter Zwerg noch da ist, an dem herumexperimentiert worden ist und der ja auch der Kristallkrankheit zum Opfer gefallen hat. Wenn ich den dort allerdings nicht finde, würde ich es auch auf sich gut sein lassen, auf sich beruhen lassen. Ansonsten würde ich mir gerne die Zeit damit vertreiben, ein bisschen die Edelsteine, die ich noch vom Berg von den Echsen geklaut habe, mir genauer anzuschauen
Und letztlich würde ich natürlich auch viel Zeit für mich alleine verbringen, denn ich hätte natürlich auch ein gewisses Interesse daran, den Albträumen, die ich ja Nacht um Nacht noch durchlebe und bei denen ich auch immer wieder an meinen Bruder, der ja leider von mir gegangen ist, an Simax denke und von ihm träume, dem ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen. Ja, der Zwerg aus Kristall ist wie gesagt verschwunden, hat sich wohl den langen Weg in Richtung Trollzacken aufgemacht, damit er sich dann mit dem Mutterkristall wieder vereint. Aber was du mitbekommen kannst, ist, dass wenn du in den Laboratorien von Mangraith umhergehst und dann vor allem dich im oberen Stockwerk aufhältst, und zwar nicht unten, sondern dort, wo Professor Strüger gewohnt hatte, kannst du dort in seinem, in seinem Zimmer etwas finden, was dich beunruhigt, verunsichert, ein großer Spiegel. Ein großer Spiegel mit Verzierungen links und rechts an den Seiten, Totenköpfe, die daran angebracht sind. Und wenn du hineinblickst, kannst du erkennen, wie dort du dich nicht selber nur spiegelst, sondern eben auch eine zweite Erscheinung, einen geisterhaften Simax, der hinter dir steht. Ich drehe mich erschrocken um. Steht er da wirklich? Nein. Wieder in dem Spiegel? Spiegel ist einmal noch zu sehen. Er nimmt dir milde und freundlich zu, sagt aber nichts. Das ist wirklich. Oh Bruder, ich habe so lange nach dir gesucht. Bitte lass das keine böswillige Erscheinung von diesem Spiegel sein. Mein Bruder, kannst du mir ein Zeichen geben? Ich muss dich finden, ich muss dich sehen. Wohin soll ich gehen? An wen soll ich mich wenden? Oder kannst du mich verstehen? Und damit würde ich gerne das Spiegelglas berühren. Du merkst, wie wohl er an dein Spiegelbild Herz fasst und dir freundlich zunickt. Ach gut, ich verstehe. Ich verstehe, hoffe ich. Mein Bruder, ich vermisse dich so sehr. Es ist viel zu lange her. Und ich hoffe, dass unsere Wiedersehen nicht allzu ferner Zukunft liegt. Oder ich habe dir so viel zu erzählen. Aber vorweg nur das eine. Ich vermisse dich immer noch unendlich. Ich hoffe, mein Herz wird mir den Weg zu dir weisen. Dann würde ich etwas unbeholfen versuchen, den Spiegel so ein bisschen zu umarmen. Die nächsten paar Tage kannst du dich dort an diesem Spiegel aufhalten und dich mit deinem Bruder unterhalten. Er sagt kein einziges Wort. Aber es tut gut, sich mit ihm zu unterhalten. Abelmir, was möchtest du tun? Bevor diese Bücher verbrannt werden, beziehungsweise die Aufzeichnung von Raklus im Schwarzen über Limbus und Temporalmagie, würde ich diese Aufzeichnung vorher mittels Memorand in meinen Kopf packen, auch mit Hilfe der Sanguid-Kristalle, die man aufladen kann mit Wahlblut, meinetwegen zur Not auch. Damit sollte mir eigentlich genügend Kraft zur Verfügung stehen, die Aufzeichnung von Raklus aufzunehmen, beziehungsweise falls dieses nicht langt, würde ich klammheimlich diese Aufzeichnung gegen irgendwelche Wische von Mangraves, meinetwegen aus Mangraves Haus, austauschen und diese natürlich in Sicherheit bringen. Bevor diese verbrannt werden. Gib mir mal einen Memorans. Ich lasse mal über Zeit. Was möchte derweil Zulamin tun? Ich möchte gerne den Rondrianern helfen. Die haben ja sicher auch viele verletzte Pferde. Und soweit ich weiß, geht Tierheilkunde auf Abrichten. Das heißt, da könnte ich durchaus helfen. Und dann würde ich natürlich gerne meine neuen Bekanntschaften ein bisschen kennenlernen. Insbesondere Isarun, mit der ich noch nicht so viel zu tun hatte. Die würde ich gerne fragen, zu welcher Gilde sie denn gehört, weil es war irgendwie nur so zwischen Tür und Angel die
Vorstellung. Zur Weißen Gilde, Bund des Weißen Pentagrammes, ist der offizielle Name. Ah. Und ihr reist mit einem Schwarzmagier? Ja. Wie kommt ihr miteinander aus? Wir sind schon besser miteinander ausgekommen. War er noch nicht immer ein Schwarzmagier? Nein, als ich ihn kennenlernte, war er ebenfalls in der Weißen Gilde. Oh, dann verstehe ich, wieso ihr nicht so gut auf ihn zu sprechen seid. Und ich verstehe auch besser, er ist anders als die Schwarzmagier, die ich so kenne. Aber so ergibt das alles irgendwie Sinn. Ich bin froh, dass es für euch zumindest Sinn ergibt. Ich habe schon lange aufgegeben, mir über Sinn oder Sinnlosigkeit von Abelmirs Wandlung Gedanken zu machen. Es bringt nichts. Und was ist mit diesen Prajoten? Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Steht eine erneute Spaltung der Priorskirche ins Haus? Das hoffe ich doch wohl nicht. Meiner Meinung nach ist dieser Albuin ein verwirrter Mensch. Und viele lassen sich von ihm mitreißen. Ich halte ihn für einen Verbrecher, aber ich werde mich in kircheninterne Angelegenheiten nicht einmischen. Nun, es erscheint doch reichlich unwahrscheinlich, dass Prios seinen Sohn auf die Erde geschickt haben soll. Prios hat herzlich wenige Kinder und dann noch ein menschliches? Ja, nun, ich kann mich kaum über so etwas unterhalten, aber es erscheint, nicht unbedingt Prios, normale Vorgehensweise. Nun, ich denke, ich werde mir das noch einmal von eurem Gefährten erzählen lassen und mir selbst ein Urteil bilden. Wobei es mich im Grunde auch nicht so viel angeht. Ich denke, das werden die Prioten unter sich ausmachen. Oh, das hoffe ich doch. Ja, wobei es mich schon irgendwie interessiert. Ja, es kann wohl nicht ganz an uns vorbeigehen. Immerhin schart dieser Albuin viele Leute hinter sich und ist durchaus auch politisch aktiv. Oh, er hat also Erfolg? Das kann ich kaum beurteilen. Der Landstrich, in dem er haust, ist immer noch sehr umkämpft. Es gibt keine genauen Angaben darüber. Leistet er etwas für die Rückeroberung? Nun, wenn ihr die Rückeroberung mit Rückeroberung meint, dass er Dinge stiehlt, ja. Was hat er gestohlen? Artefakte. Aus einer Kirche, einem Ordenssitz der Bannstrahler. Burg Auralet nennt sich dies. Oh, und ich nehme an, er fühlte sich dabei in höchstem Maße im Recht. Das ist es, was Jalan uns erzählt. Nun gut, hab Dank. Verbuchen wir es unter interne Angelegenheiten der Priorskirche. Das ist vermutlich für uns alle am gesündesten. Gerade für mich als Magierin. Na dann. Damit könnt ihr die Tage verbringen und jeder auf eure eigene Art und Weise dem Volk helfen. Euch selbst helfen, mit den Schrecken von Warung klarkommen und kurze Zeit danach wieder aufbrechen in Richtung Beilung. Wie geht es von da aus weiter? Mit dem Schiff durch die blutige See oder auf dem Karrenpfad durch die Trollzacken? Veto zum Schiff. Travia ist Oktober? Herbst. Eine unbequeme Reise. Nun, zumindest ist es besser als durch diese Stollen. Nun, der Havepass sollte freigeräumt sein. Jetzt war der Schwerzug dort. Kam der Schwerzug dort lang? Nein, sie kam über Beilung, nicht wahr? Schwerzug kam von Aranien über die blutige See. Okay. Wir kamen mit dem Schiff an. Wir sind nicht über den Pass gekommen. Nun, dann wird der Havepass noch voller Untoter sein. Und in diese Jahreszeit könnte es dort oben schon schneien.
Wir sollten ein Schiff nehmen. Nein, das halte ich für keine gute Idee. Denk daran, was das letzte Mal war, als wir auf der blutigen See waren. Ich denk daran, Boltax, was das letzte Mal war, als wir, oh, ich kenne eine Abkürzung, durch die Trollschatten gefolgt sind. Es war eine Abkürzung. Wir sind viel schneller dahin durchgekommen. Ich werde nicht noch einmal durch diese Tunnel kriechen mit diesen Kristallwesen an meiner Ferse. Das könnte es etwa daran liegen, dass die Dämonen und ihre Diener inzwischen überall sind? Also unter der Erde waren sie nicht. Ich wollte es nur sagen. Aber vielleicht sollten wir wirklich über den Pass gehen. Nicht wahr? Das wäre doch eine gute Möglichkeit. Wir sollten ein Schiff nehmen. Es ist viel schneller, viel sicherer und viel einfacher. Exakt. Viel sicherer. Ich will nur einmal an dieses Spinnenwesen erinnern, was über das Wasser gelaufen ist und was wir nur unter größter Mühe zurückschlagen konnten. Also nicht einmal zurückschlagen, wir konnten ihm eigentlich überhaupt nichts. Alleine Isaruns Zauber ist es zu verdanken gewesen, dass wir, naja, noch gut, ich würde also gehen und schauen, ob ein Schiff im Hafen liegt, das uns mitnehmen könnte. Auf ihm, warum gehst du nicht im Sorgsballtag ein Fässchen Bier, hm? Jo, sollte sein. Das kann ich probieren. Seine Bedenken hoffentlich ein wenig dämpfen. Ja, wir haben ja immer noch Isarun dabei, die wird sich schon drum kümmern. Ja, und so besorgen wir uns dann, glaube ich, relativ wenig von Fahrer eine Seepassage, wenn er eine zu bekommen ist.